ist weg. Oh, stehst du drauf, Baby? Darf den Kopf nicht wegbewegen. Darf den Kopf nicht wegbewegen. Wie eine Taube. So. So, moin Leute, schön, dass alle dabei seid. Heute aus der HLC Media Hall. Wir hatten letzte Woche ja, ich glaube letzte Woche, den Audis erst mal vorgestellt, wo wir ihn abgeholt haben. Heute sind wir mal da, werden ein bisschen was darüber erzählen. Ich stehe schon daneben. Ja, weil so viel Platz haben wir ja nicht. Das heißt, ich brauche einen Schritt hier rüber gehen. Wenn Willi mitkommt, schon bin ich da. Und wenn ich hier rüber gehe, dann stehe ich wieder hier. Geil, ne? So, ja, ein bisschen was zum Auto. Ist ein Audi C4 S4, also ein Audi 100 eigentlich. Vom Baujahr 96, also Herstellungsdatum ist der 96, Erstzulassung 891. Ja, ich muss nochmal korrigieren. Er hatte vorher, also er hatte Serie kein Xenon, es gab aber diese Modelle mit Serie Xenon. Das hat man irgendwann nachgefummelt da drin. Da mir das Ganze ein bisschen riskant ist, mache ich das halt nicht. Also es kommt bei mir raus. Die Scheinwerfer kommen eh raus, da ich diese schwarz lackierten Scheinwerfer nicht möchte. Die liegen schon auf der Werkbank. Ja, wir können dann nachher angucken. Ich würde sagen, wir gehen jetzt ein bisschen ums Auto rum. Welche Farbe? Was? Hat das Auto? Schwarz. Ist ein schwarzer Audi. Was weiß ich. Ja, die haben doch immer welche Farbtypen oder so. Schwarz. Das ist ein schwarzer. Meiner hieß zum Beispiel, meiner hatte Vulkanschwarz. Steht nicht drin, guck. Du weißt nicht, welche Farbe das Auto hat? Ist mir scheißegal. LY9B. Müsste ich selber nachgucken, wie das heißt. LY9B. Schwarzmetallic. Ja, manchmal kommt ja die Frage, deswegen frage ich. Ich muss gerade selber gucken. Könnte auch Uni sein, ich weiß es nicht. Der ist so dreckig, das sehe ich einfach nicht. Fahrzeugliebhaber von euch wird sich aufregen. Wenn du kannst ruhig nochmal ein bisschen nachwischen, genau. Hast du nicht noch so einen Topfschwamm? Dann können wir mal rüber wichsen hier. Ich will es jetzt nur wissen, weil ich habe keinen Bock zu googeln. Schön ohne Kneten rüber. Der Lackierer wird sich auch richtig freuen. Der wird sich richtig freuen, wenn er eine schön anpolierte Stelle hier hat. Oh, geil. Muss er das nicht eh schleifen? Ja, klar. Das heißt, meine Planung für dieses Jahr sind, nicht erstmal, wie alle sagen oder denken würden, auf Leistung. Was? Mit so einem kleinen argen Optikfetisch. Das muss erstmal wieder ordentlich aussehen, bevor ich das fahre. Die wichtigste Frage ist eigentlich auch, denke ich mal, weil die Leute werden dann wieder fragen nach 2-3 Wochen, was ist eigentlich mit dem S4? Was sagst du dann? Dann werde ich euch sagen. Hey, cool, das ist Unischwarz, Leute. Geil. Dann werde ich euch sagen. Wusste ich gar nicht. Moment, das ist erstmal viel wichtiger. Das ist ja Unischwarz. Das eröffnet ja ganz neue Horizonte gerade. Das glänzt ja dann wie ein Judenei. So, egal. Wie gesagt, Leute. Ihr müsst immer bedenken, dass wir die Bühne, dass ich die Bühne nochmal frei haben muss. Das heißt, ich kann nicht immer riesig am Audi was dran machen. Ich werde erstmal jetzt einige Teile besorgen. Mir nochmal schnell einen Audi 100 besorgen zum Schlachten. Wenn ich den so weit auseinander habe und die ganzen Kleinteile liegen habe, die ich alle noch brauche dafür, dann werde ich mich an den Unterboden begeben. Das heißt, einmal den Body, wo er schadhaft ist, runter. Die Flugroststellen beseitigen, von unten anfangen, neu versiegeln und dann wird er zum Lackierer gehen. Ich denke auch, dass ihr das Ganze verfolgen könnt, auch beim Audi. Ich meine aber, brauche ich ein bisschen Zeit für, weil wir haben noch andere Projekte nebenbei im Laufen. Für mich war wichtig, erstmal das Auto safe zu haben, das Auto hier zu haben. Und dann konnte ich halt jetzt damit weiter loslegen. Was gibt es noch zu sagen? Also wie gesagt, ich kann auch nicht zaubern. Wir müssen auch noch unsere anderen Alltagsautos währenddessen nebenbei fertig machen. Mülli sein Golf 2, wie er in anderen Videos gesehen hat. Dann kriege ich auch noch was richtig Hässliches für den Alltag. Ja, also unser kleines Stöckchen hat gesagt, das ist so hässlich. Also ich finde es schon ganz witzig, dass das so hässlich ist. Das könnte was werden. Ja, viel gelabert. Ich habe keinen Bock auf Labern. Wollen wir nach vorne gehen, ein bisschen Motor zeigen? Motor finde ich geiler. Das ist halt nicht so schön hier. Engine born immer. Denn ich habe das Auto nicht gekauft. Wegen, ist eine Limousine, ist groß. Nein, Allrad und Leistung. Das muss sein. Und ich sollte heute zu viel umbauen, sollte zu viel erzählen, sagt Müller.
Ich kann das heute aber nicht. Ich bin voll kaputt. Es sind 30 Grad draußen. Ich habe schon 8 Stunden gearbeitet. Und der will nur meinen Körper. Ja. Das ist voll schwer ernst zu bleiben. Ich habe nur Scheiße. Was du sagst gerade richtig nur Scheiße. Ja, weil du auch richtig schön schneiden wirst. Nee, ich habe mir das abgewöhnt. Ich lasse den ganzen Scheiß immer drin jetzt. Übrigens, ne? Wir hatten eine wunderschöne Folge mit Danga Mike abgedreht. Mit Danga Mike, ja, nur für euch, weil ihr es unbedingt sehen wolltet. Ja, und was dann macht kam Mülli? Super Aedes und hat die Folge geklaut. Genau, Super Aedes hat die Folge von der Karte runtergeklaut und hat sie weggelöscht. So, wir gehen mal nach vorne, gucken uns das Ganze vorne ein bisschen an. Dann zeige ich noch was ein bisschen über den Innenraum, was ich ganz cool finde. Ich gucke gerade mal, die Tür müsste offen sein, ja. Dann zeigen wir euch jetzt erstmal einen kleinen Kniff bei dem Auto, den ich persönlich als geiles Gimmick finde. Ja, ich sag mal, einige von euch kennen den Knopf, den ich meine, aber andere noch nicht. Und für die zeigen wir jetzt erstmal. Bis gleich. So, da sind wir. Sieht noch alles sehr abgeschrabbelt und abgerockt aus, aber das werde ich die nächsten Wochen ein bisschen beheben. Worum es mir ging, was ich ganz witzig finde, guck mal hier. Bei den alten Audi Quattros könnt ihr noch mittels Knopfdruck die Differentialsperre, das Differential hinten sperren. Das heißt, ihr könnt damit auch driften quasi. Mit Leistung könnt ihr damit driften. Ja, ansonsten drin alles original. Gut, verwohnt über knapp 30 Jahre jetzt. Darf das verwohnt sein? Ich meine, das Auto hat jetzt 190 auf der Uhr. Das ist ja auch nicht mehr ganz taufrisch. Aber ich finde, also als ich gefahren bin, fühlt sich immer noch an wie ein Audi. Das finde ich ganz wichtig. Ich meine, selbst nach 30 Jahren setze ich rein und weiß, okay, das ist ein Audi, das ist schon eine coole Sache. Was hat er sonst Besonderes innen drin? Eigentlich nicht viel schöne Sachen. Ja, ein paar originale schwarze Quattro-Sitze. Sitzheizung hat er. Ich kann sogar hier scheinbar höhenbar stellen. Hammer, geil. Boah, Klimatronic. Das ist natürlich das Geilste an der Karre. Ja, Ladedruckanzeige im Tacho-Serie. Er ist übrigens 5:45. Das passt sogar fast. Ja, also ich sag mal, die wichtigsten Anzeichen hast du in der Serie schon drin. Ich habe so ein paar schöne Halter, die kommen dann noch in Luftdüsen rein, aber das alles später. Das ist erstmal viel zu früh weit vorgegriffen. Ja, er guckt. Achso, ja übrigens. Ja, wer kennt das noch? Das finde ich geil. Okay, wer von euch kennt diese Dinger noch? Ja. Schreibt es in die Kommentare. Genau, was ist das? Schreibt es unten in die Kommentare rein, wenn ihr wisst, was das hier ist. Das ist keine Diskette. So, wie versprochen, willkommen zum Motor. Das, was mich dazu, sag ich mal, überrungert, dieses Auto zu kaufen. Ich stehe extrem auf diese ganzen Geschichten, wie Walter Röhr, 5-Zylinder-Turbo, Leistung auf dem 5-Zylinder. Ja, wie man reinschaut, ich meine, kann ja mal reinseppen. Das ist jetzt ein AAN, das heißt 2226 Kubik, 5-Zylinder-Turbo mit 20 Ventilen. Also quasi 16V 4-Zylinder mit nochmal Zylinder hinten dran. Eigentlich finde ich persönlich, wie für vor 30 Jahren, Technik schon recht weit vorausgeschritten. Also quasi wie der Urvater des 1.8Ts von der Technik her, meiner Meinung nach. Eine ziemlich robuste Technik, können Serie schon der Motor zum Beispiel 400 PS auf Serienkomponenten ab. Das ist ganz cool. Finde ich auch ja, schon männlich, 400 Pferde auf Serie. Was in dem Auto jetzt ist, das ist eigentlich quasi alles noch Serie, ne, 190 gelaufen. Karosse technisch gut, ist halt extrem runtergerockt. Innenraum ist halt wirklich schon sehr bürstet so ein bisschen. Technisch ist das Fahrzeug aber immer gepflegt worden. Das heißt, der hat wirklich nie zu wenig gekriegt, immer viel Pflege. Ist nicht so eine Besitzerhure durch 50 Hände gegangen. Was ich jetzt zuerst am Motor machen werde, ist natürlich erstmal Zahnriemen, Wasserpumpe, Aggregateriemen. Das heißt, viel Platz habe ich nicht. Die Front dann vorwegbauen mal, wenn ich Lust dazu bekomme. Dann werde ich mich mal hinstellen, dann könnt ihr das Ganze noch verfolgen. Wir brauchen einen schönen Vlog von, wenn wir abends hier hinsetzen, ein Bierchen trinken und den Zahnriemen raufhämmern. Getriebe ist ein Sechsgang bei dem Auto in dem Falle. Das Diff ist auch das originale Torsen-Diff noch drin. Das heißt, das sollte auch genug Leistung abkönnen, wenn ich mal ein bisschen mehr machen möchte. Aber die 230 Serien-PS, die reichen natürlich. Warum lachst du da hinter der Kamera? Guck mal, das ist wieder ein Edible. Auch genauso viel Schmalz, Junge. Der geht. Aber ich denke. Jetzt ging nicht mehr, wa? Nein. Was kann ich so mit der Kamera den Zuschauer wird schlecht? Das sehen die gar nicht. Nee? Nee. Schön, geil. Noch ein bisschen. Gut.
Ja. Ich fand das halt, wie gesagt, ganz schön bei den Autos. Das ist halt noch erstmal robuste Technik. Klar muss ich, wenn ich auf Leistungsstufe gleich mal hoch will, ein paar Lader habe ich noch liegen, die da reinpassen. Mache ich trotzdem Pleuel, Kolben, einmal bohren, ne? Ein bisschen einmal ringsum das Gewerkel. Mache einmal alles wieder schön, auch den Motorraum. Das heißt, ich fange jetzt gerade zwar nochmal von Null an. Ah, noch warum? Man hat ja nicht genug Arbeit, man möchte ein bisschen Spaß haben. Und ich denke eigentlich, den Spaß werde ich nächstes Jahr zumindest erstmal mit dem Auto haben. Dieses Jahr vielleicht fahren wir nochmal auf die Straße. Ich mache TÜV fertig, wäre er quasi, also zumindest ich könnte so zum TÜV vorführen. Buchsen sind alle in Ordnung, Bremse ist in Ordnung, es geht soweit eigentlich alles an dem Auto. Aber optisch passt mir das Ganze nicht in den Kram, das heißt, es muss einmal wieder richtig Taco sein. Wo ich damit fahre, ich bin da so ein bisschen pingelig. Du wiederholst dich übrigens. Ja, was habe ich denn gesagt? Das haben wir alle schon gehört. Ja? Ja, dass du pingelig bist. Das ist so interessant. Ich bin pingelig. Ihr habt die Erleuchtung. Dass das pingelig, also dass du pingelig bist, dass das... Dass dir das wichtig ist mir auch scheißegal. So, falls ihr Frotzen auch sowas haben wollt. Ah, ihr seht's. Ich habe mal einen geilen Sound eingeblendet. Falls ihr auch so einen HC-Media-Aufkleber haben wollt. Ab auf unserer Facebook-Seite. Dort hat Mülli einen Beitrag erstellt. Diesen teilen, liken und unsere Seite liken. Dann wählen wir unter allen Einsendern oder unter allen Kommentaren, die auch alles gemacht haben, ich sage mal beispielsweise erst mit 20 Leute aus. Die da kriegen dann kostenfrei von uns einen Sticker zugesendet. Und wenn das Ganze gut anspricht oder ihr viel Feedback gibt, dass ihr was haben wollt, dann wird es auch mehr Aufkleber geben, auch in naher Zukunft zum Kaufen, falls es euch interessiert. Ansonsten lasst es nämlich sein. Wie gesagt, die erste Charge geht auf meine Kappe und danach müsst ihr selber in die Tasche greifen. Also spielt fleißig mit. Geht auf den Dicken seinen Nacken. Gruß geht raus nach Meppen, Junge. Und dann kriegen wir wieder die Frage, was ist eigentlich in Meppen? Keine Ahnung, das ist mir egal. Das Gruß geht halt raus dahin. Ich könnte auch sagen, Gruß geht raus nach Stuttgart, aber das klingt nicht so geil wie Meppen. Sagen, nehmen wir jetzt den Wagen nochmal hoch und dann zeigen wir euch den von unten. Ja. Dann gibt es noch ein kleines Pörnchen und dann Pörnchen. Nehmen wir es wieder. Ja, bis gleich. So, mal ein bisschen zur Technik von unten. Das heißt, wir sitzen gerade unterm Auto. Ich meine, das gerade auf Rolli-Stühlen, das ist ganz bequem. Unterboden von dem Auto ist soweit eigentlich rostfrei, das heißt, er hat keine Rostlöcher. Einziges Problem, was er hat, hinten unter den Gummikappen an den Endspitzen. Dort ist er ein bisschen angegangen, das heißt, das werde ich noch wegmachen. Wenn man durchschaut, ich meine, hier sieht man unter den, ja, über den Cuts, meine Katalysatoren, ne? Sieht man hier drüber das Getriebe, was ja unwesentlich eigentlich nur klein ist, was ungefähr bis hier rausragt, von hier. Ja, also es ist wirklich ein massives Trümmerteil von Getriebe. Zeig nochmal die Länge so. Jetzt gucken. Bis hier, von hier, also, ne? Ja, ist schon Trümmer. Das ist schon ein gutes Getriebe. Das Ganze, also viele Bauteile noch Guss, ich meine, der ganze Körper hinten hinter ist Guss. Vorne die Glocke ist halt dementsprechend auch Aluminium. Aber sonst ist das noch ein Gussgetriebe, das kann noch ein bisschen was ab, das ist noch ganz schön. Motor ist natürlich längs eingebaut, wie man das vorhin schon von oben gesehen hat. Das ist, sag ich mal, der Schöne halt, da kannst du halt dementsprechend vorne das große Getriebe ran, hinten fährst du dann einen Torsendiff. Das ist halt eigentlich quasi unkaputtbare Technik, so wie es hier drin ist. Den Wagen gab es auch mit dem V8, das heißt, den gab es mit dem 4.2er als S6, S6 Plus, dann halt aber nicht mehr Audi 100, dann hier war es die erste Baureihe als A6. Ja, Katalysatoren, beziehungsweise wir können was ganz anderes Lustiges angucken. Da wir ja eine Downpipe haben, das heißt, kommt hier vom Lader runter, wird aber hier unten gesplittet, man sieht, wie krumm sie schon ist. Das hängt schon sehr, sehr tief, geht unterm Getriebe lang und läuft dann in die beiden Cuts. Das heißt, dann zwei Fudine hinten von da raus, die gesamte Strecke einmal durch, bis nach hinten durch.
Und dann ist halt hier das besagte Torsendiff. Das Differential ist auch nicht so ein kleines Ding. Das Differential ist halt auch schon wirklich ein riesen Schinken. Ne? Das ist halt noch richtig rabiate Technik. Der Auspuff ist durch. Da haben ganz viele S4-Probleme mit dem Auspuff. Ich meine, man sieht das. Das ist nicht mehr schön, aber der kommt eh neu. Also der ist der erste Kumpel, der quasi weichen muss. Das ist jetzt hier kein Öl oder sonst was. Das Auto hat immer viel Wachs gekriegt. Da war der Vorbesitzer immer fleißig mit dem Wachs am Tun. Das heißt, dass die ganze Karre nicht anfängt zu gammeln. Was haben wir sonst noch Wichtiges? Ja, heutzutage, ich sag mal, da, man sieht ja aber ganz viele, die so Viertelmeile fahren und sowas mit ihren Luftleitblechen und unten runter zumachen. Das haben die Dinger damals schon angefangen. Es war nicht so perfekt, aber die waren damals auch schon so, dass die überlegt, die Achsschenkel hinten und die Pappen so gebaut waren, dass es halt dementsprechend den Wind gut leitet. Das ist eigentlich schon ganz cool für die Technik von vor 30 Jahren. Plastikreserverad, Mulde, das rostet auch nicht. Das ist halt eigentlich ganz genial. Ich finde es richtig toll. Er sieht unten drunter nicht schlimm aus, also nicht, ist nichts Schlechtes. Ist halt alles, ne, sehr hart angegangen, das Fahrwerk ist kaputt. Entschuldigung. Du sollst mir die Kamera nicht ins Gesicht hauen. Ja, ich sag mal, halt einmal buchsen, einmal wieder schön viel pulvern. Und nach dem Pulvern und nach dem Unterbodenschutz machen sie das von unten schon wieder aus wie neu. Dann kümmere ich mich noch um Lack, beziehungsweise lass mich um Lack kümmern. Und dann freue ich mich auch schon endlich, das Ding auf die Straße zu werfen. Ich könnte es zwar so auf die Straße bringen, es wäre jetzt nicht so gravierend. Ich würde hinten einmal kurz die Stoßdämpfer neu machen, weil die Gummis tot sind. Ansonsten, die Bremse ist ringsrum gut. Das Auto wurde auch schon mal umgebaut. Das zeige ich euch nochmal kurz vorne. Ding, 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 ding. Oh. Geht nicht mehr sitzen. Geht wieder sitzen. So, Repair. Das Auto wurde schon auf HP2-Bremse umgebaut. Damals bei den Autos, vielleicht kennt es einige von euch, damals bei den Autos waren die berüchtigten UFO-Bremsen drin. Das heißt, die sündhaft teuren Bremsen, die aussehen wie so eine Untertasse. Hat das Auto nicht mehr. Das Auto hat einen Umbau auf HP2-Bremse vorne schon. Das heißt, einen schönen Sattel, nicht so einen brutal schönen Sattel wie ein RS4 heutzutage oder so, aber schon für die damalige Zeit einen schönen Sattel. Sinterkupplung ist schon drin, das wurde damals gleich mitgemacht, weil der Vorbesitzer auch mal Leistung machen wollte. Aber ansonsten ist das Auto, wie gesagt, das ist alles nur so bei Serie. Das war mir damals halt, war mir halt sehr, sehr wichtig, dass ich keinen kriege, der schon die ganze Zeit immer Max gefahren ist oder überall schon verbastelt ist. So habe ich ein originales Auto. Gut, das ist halt ehrlich, aber ich finde das gut, ich bin damit zufrieden, jetzt habe ich wenigstens was zu tun und da kann ich mit euch oder werden wir mit euch in naher Zukunft natürlich wieder viele, viele Videos machen. Es dauert natürlich auch immer seine Zeit, das heißt, ihr seht jetzt, ich bin gerade erst, ja, wir sind hier gerade erst eingezogen, wir sind gerade erst fleißig dabei, das Auto. Man erkennt dich irgendwie gar nicht. Wir sind gerade erst eingezogen und ich werde jetzt langsam anfangen, das Auto zu revidieren. Erstmal mich um den Unterboden kümmern, wie ich schon gesagt hatte. Und ich denke dann eigentlich auch, können wir bald wieder schön vloggen. Dann hoffe ich, dass ich Steffen rankriege, dass wir den Zahnriemen gemeinsam alle mit euch mit dem Vlog machen. Und dann können wir abends hier nämlich schön eine Runde verteilen. Schade, schade. Ich wollte mal was Neues ausprobieren. Was denn? Hättest du jetzt einfach weggehen sollen? Nee, einfach weggehen. setzen wir uns dann ins Auto rein? Nee? Das ist mal Funzing. Bitte was? Das ist mal Funzing. Warum nicht? Die Linie, die Platte, kannst du dir hier hinstellen, kannst du den Knopf filmen. Ist das Auto von innen kaputt? Wie kaputt? Kann man sich da nicht reinsitzen? Wie willst du und ich Fettsack da drin sitzen und diesen Knopf filmen? Warum geht das nicht? Weißt du, weil der Knopf zwischen den Sitze ist. Vollidiot. Lass mich mal kurz mal raus, ich bin zu fett. Ich hab die Tür gerade eingekeilt, dass ich nicht rauskomme. Muscle Mania. Und ich würde sagen, falls euch das Ganze bei uns gefallen hat, das Video für euch wieder ansprechend war, wieder was Schönes gesehen habt, was euch selber vielleicht weiterhilft, falls ihr Fragen habt, unten in die Kommentare, falls ihr unsere Seite noch nicht abonniert habt, tut hier dieses hier oder falls ihr Lust habt auf mehr von uns, könnt ihr hier unser nächstes Video anklicken und ich würde mich freuen, wenn wir uns das nächste Mal wiedersehen. Bis zum nächsten Mal. Ciao.